Ho-Modus, vorderer Knopf festhalten. Einmal Vibration. Haus und Schloss. Ich bin jetzt sicher in dem Auto hier. Ich habe Zentralverriegelung ist zugegangen. Na, falls jemand eine Tür aufmacht, Fenster, irgendwas, ich kann das ja mal machen. Nachts will hier einer rein, macht hier die Scheibe kaputt. Ne? Ist auch nur einfaches Glas, einfaches Kunststoffglas. Seht ihr? Alarmanlage an, Tür hinten rechts offen. Ich breche das ab. Anruf, Wegfahrsperre, etc. Kamera ist angegangen, wir haben eine Dashcam eingebaut. Moin Leute, hier steht ein Riesenknaus, den allergrößten, es gibt den Sun E 900 Doppelachser Ducato 8. Der Wagen ist aus der Schweiz zu uns gekommen und ich muss euch mal was ganz Cooles zeigen. Ja, Pandora Camper Pro ist hier eingebaut mit allem drum und dran. Und in dem Fahrzeug war eine Vodafone Automotive eingebaut, jetzt ist eine Pandora Camper drin. Mit zweistufiger Zentralverriegelungssteuerung, Schock, Neigungsalarm. Wir machen jetzt voller Stolz hier mal den kleinen Aufkleber rauf und gehen jetzt quasi auf die Pandora, Wegfahrsperre, Schockneigung, Ortung. Und hier in diesem Karton hier kann ich euch mal zeigen, das war bis jetzt eingebaut. Ich meine, über die Qualität wollen wir auch nicht sprechen, wie das eingebaut ist. Ab Werk. Und das hier ist die Fernbedienung von der Vodafone. Das hier ist die Long Range UKW-Fernbedienung mit 2 Kilometern Reichweite von der Pandora. Schockneigung, Ortung, Telemetrie, also die modernsten Alarmanlagen, die es auf dem Markt gibt. Wenn euch das interessiert, canforce.de/kontakt oder 0413 70 19 840. Ihr könnt gerne am Vorabend bei uns hier am Betriebsgelände nächtigen und wenn ihr Fragen habt, dann kommt doch mal telefonisch oder per canforce.de/kontakt bei uns durch. Ja, Leute, ich muss euch noch mal eine Sache erzählen. Wir haben ja jetzt hier den großen Knaus gemacht, ne? Aber ein Kunde hatte mich angerufen und hat echt mit trauriger Stimme zu mir gesagt, du Sven, wir müssen den Einbautermin absagen. Ich sage, na, was ist passiert? Jemand krank geworden? Sagt er, nee, eigentlich noch schlimmer, sein Wohnmobil ist weg. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben einen Einbautermin abgestimmt und quasi alles vorrätig schon gehabt. Ich glaube, es ging jetzt um einen Vorlauf von 6 Tagen. Und der Kunde ruft an und sagt, sein Wohnmobil ist weg. Leute, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Es wird im Moment wieder so viel geklaut, entwendet, gestohlen. Ja, und schauen wir hier noch mal kurz rein. Ganz großes Cockpit, ne? Ducato 8. Wir hängen euch noch mal ein Video dran, wie die Pandora funktioniert. Wir haben jetzt in den Fenstern hier unsere Sensoren reingesetzt entsprechend. Wir haben Schock, Neigung, Ortung, Telemetrie. Also wirklich alles, was Rang und Namen hat, ist hier eingebaut. Ich gehe noch mal mit euch kurz nach hinten, damit ihr mal seht, was das für ein Flaggschiff ist hier. 8,62 Meter. Ne? Die Kunden holen jetzt ihr Fahrzeug ab. Wir machen jetzt eine Einweisung ins Fahrzeug. Schick ist er, wirklich sehr großzügig. Wir haben ja vom Bürstner den Elegance gehabt, den würde ich so von der Raumaufteilung ähnlich setzen. Was hier ganz cool gemacht ist, die haben wieder diese ganzen neuen Digitalschalter, ne, wo man alles dimmen und steuern kann. Hier ist da so ein Bussystem verbaut. Lasst doch mal ein Like für die Videos da und schreibt mal drunter, wie findet ihr dieses Fahrzeug, den i900 Sun von Knaus? Also wirklich, wenn man hier nach hinten durchgeht, das ist schon ein Riesenwohnmobil. Und das auf Ducato-Basis. Hier oben ist ein Fernseher drin. Den kann man auch per Fernbedienung rausfahren, kann man mal reingucken. Seht ihr, ein richtig großer Flachbildfernseher ist hier drin. Super schöne Küche, toll gemacht mit den Teppichen. Wie bei Katago, der Glasschrank. Hier oben ist die Technik. Ja, und hier ist wieder, das Ding hat sich erledigt. Ne? Wir sind hier Generationen weiter mit der Pandora. Da ist wirklich das Beste drin, was technisch machbar ist. Ich kann sehen, ob Türen offen sind. Ich habe eine Echtzeitortung. Ne? Das ist wirklich, könnt ihr alles erledigen. Da kommt nur Pandora in Frage. Beschriftet von uns durch mit unseren Aufklebern, dass ihr genau wisst, welcher Sensor hat gemeldet. Ne? Ihr habt in der App hier die Möglichkeit oder beziehungsweise auch, klar, in der App, ne? Hier draußen kann man das sehen. Das ist ja die Pandora Connect App hier auf unserem großen Banner. Aber ihr seht, die Tür ist offen. So, wenn ich jetzt da hingucke, die Fahrertür ist offen. Unglaublich, oder? Ich kann die ja mal eben zumachen. Wir haben eine Wegfahrsperre. Falls euch jemand die Schlüssel klaut, könnt ihr per Anruf das Fahrzeug stilllegen. So, Tür habe ich zugemacht. Jetzt drücken wir nochmal auf die Fernbedienung. Tür ist zu. Ho-Modus, vorderer Knopf festhalten. Einmal Vibration. Haus und Schloss. Ich bin jetzt sicher in dem Auto hier. Ich habe Zentralverriegelung ist zugegangen. Na, falls jemand eine Tür aufmacht, Fenster, irgendwas, ich kann das ja mal machen. Nachts will hier einer rein, macht hier die Scheibe kaputt. Ne? Ist auch nur einfaches Glas, einfaches Kunststoffglas. Seht ihr? Alarmanlage an, Tür hinten rechts offen. Ich breche das ab. Anruf, Wegfahrsperre. Etc. Kamera ist angegangen, wir haben eine Dashcam eingebaut. Ne?
Schockneigungssensoren, Kofferraum, LTE, Fahraufzeichnung. Ihr habt eine Wegfahrsperre, wenn sie euch die Schlüssel klauen, könnt ihr per Anruf das Fahrzeug stilllegen. Ich rede mir schon wieder den Mund fusselig. Das sind die besten Sicherheitssysteme auf dem Weltmarkt. Eine Pandora Camper mit Möglichkeit, hier Vitalparameter und sowas abzurufen. Gehe ich mal eben rein. Dann können wir von dem Fahrzeug hier Temperaturen, Innenraum und so weiter abrufen. Wir haben eine zweistufige Entschärfung. Erst die Alarmanlage, dann die Türen. Wir haben eine Kofferraumsicherung. Ich habe eine Panikalarmfunktion. Wenn ich beide Knöpfe hier gleichzeitig drücke, kann ich einen Panikalarm machen. Ist schon wieder so laut hier alles. So, ich breche das ab. Ich gehe raus. Und ihr lasst in jedem Fall mal ein Like für die Videos da. Genau, hier muss ich mal gucken. Hier kann man auch irgendwo, das ist nämlich alles ganz cool gemacht hier. Jetzt kommt sie. So, guck mal, hier. Treppe rausgefahren. Ist extra so ein Bild mit so einer Treppe. Nachtlicht, Außenlicht, ne? Die ganzen Sachen. Der ist schon echt cool. Ja, wie gesagt, wenn euch das interessiert, canforce.de/kontakt oder 04103 70 19 840. Das ist der ganz große von Knaus, der i900 Doppelachser. So, ich gehe mal eben raus, mache den nochmal zu, gehe hier noch einmal an der Seite lang, ganz große Beklebung und gucken wir noch einmal von hinten, wie der aussieht. So sieht er aus, ne, zu einer Carbon-Beklebung, so ist das gemacht hier, da ist er, Sun-E. So, und jetzt ist hier alles gesteuert, ne, wenn ich schärfe und so weiter, die Blinker gehen an. Das Fahrzeug bestätigt. Ne? Einmal heißt schärfen, zweimal heißt entschärfen. Selbstverständlich haben wir die Kofferräume auch gesichert. Ne? Wenn hier jemand ran möchte, dann gibt es eine Meldung Kofferraumzone. In dem Moment, wo hier die Klappe aufgemacht wird, meldet der Sensor nach vorne und sagt der Alarmanlage, Achtung, hinten Kofferraum wird auch angezeigt, Alarm für den Trunk. Ich bestätige das wieder. Wir haben eine Wegfahrsperre, wie angesprochen. Und ach ja, zweistufige Entschärfung. Also alles, was Rang und Namen hat, ist hier jetzt eingebaut. Und ihr lasst mal bitte ein Like für die Videos da. Und wenn ihr Fragen habt, canforce.de/kontakt oder 04103 70 19 840. Ja, denkt mal an das Thema, ne, was ich vorhin angesprochen habe. Auto geklaut und das kurz vorm Einbau. Sehr ärgerlich. Ich mache das ja schon zig Jahre. Und das ist das zweite Mal, wo mir jetzt echt bekannt ist, dass mich jemand angerufen hat und hat gesagt, du Sven, wir müssen einen Termin absagen. Mein Auto ist gestohlen. Also ich finde das immer so bitter. Wir haben die Elektronik hier liegen. Das ist die Lösung, dass nichts mehr passieren kann. Und die Diebe schlagen zu, klauen so ein Fahrzeug, dann ist es weg. Wir haben hier noch einen VW T61 stehen. Die sind ja auch so gerne geklaut. Den haben wir fertig gemacht. Einen neuen Skoda steht hier noch. Also ihr lasst ein Like da. Ne? Alles gesichert. Kein Aufpulen mehr, kein Klauen mehr. Alles mit Sensoren zu. Das ist er. Knaus i900. Doppelachser. Wir haben alles fertig gemacht. Und ihr lasst mal ein Like für unsere Videos da. Wenn ihr Fragen habt, kommt ihr über canforce.de/kontakt auf uns zu. In dem Sinne, ich bin Sven von Canforce und ich blende jetzt aus. Ciao.